Okay, die Story ist etwas creepy. Und zwar erschien 1898, 14 Jahre bevor die Titanic unterging, ein Buch über ein großes Kreuzfahrtschiff namens Titan, welches mit einem Eisberg im Nordatlantik kollidierte und deshalb unterging. Deren größtes Problem, was soll es auch anderes sein, als zu wenig Rettungsboote? Das ist einfach 1:1 die Story der Titanic. Nur kam das Buch raus, bevor die Titanic überhaupt gebaut wurde.